Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier sind wir wieder im Kloster. Und letztes Mal sind wir schon wieder rausgeschmissen worden. weil wir das ganze Diebesgut bei uns hatten und der uns angeblich wusste, dass wir gestohlen haben, warum auch immer. Deswegen machen wir jetzt was anderes. Und zwar alles Diebesgut schieben wir jetzt in die Truhe hier, denn warum auch nicht? So, die Waffe auch, weil das fand er nicht geil, dass wir eine Waffe einstecken haben. Ach komm, geh auf Nummer sicher. Lass alles hier verschieben. Das können wir uns jetzt zur Not wieder aus der Truhe holen, bevor wir uns hier verpieseln. So. Nichtsdestotrotz, gehen wir jetzt trotzdem nicht. Dietrich haben wir aber noch, oder? Ja. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt trotzdem nicht zur Messe. Weil da ist das Risiko einfach zu groß, dass der uns wieder anpalabert. Von daher, ich würde fast gerne alles überspringen und direkt mit dem Ding reden. Vorsicht, da sind welche. Die Frage ist, na gut, die sind alle wach. Gut, wir haben keine Waffe mehr, wir haben nichts mehr. Wir stellen uns mal hinten in die hintere Reihe. Vielleicht ein bisschen weg von dem Vollstrecker. Und warten einfach mal, bis der ganze Spaß hier vorbei ist. Ja, ein bisschen blöd, dass der irgendwie weiß, dass wir was gestohlen haben. Warum? Der hat uns ja nicht auf frischer Tat ertappt. Woher weiß denn der das jetzt? Das ist ein bisschen blöd. Irgendwie, wenn dich irgendeiner mal gesehen hat, so kurz, dann haben die so kollektives Wissen und policen das. Aber wir haben jetzt mal unser ganzes Diebesgut abgelegt. So, und man kann sich ein bisschen drum rumcheaten, indem wir das einfach so machen. Weg sind sie. Jetzt gehen wir wieder dahin. Nee. Sonst würde er was hast du da an? Bist du dir zu fein für einen Habit? Was hast du da an, Bruder? Was? Das ist ein Kloster. Was hast du da an, Bruder? Das ist ein Kloster. Oh. Bist du dir zu fein für einen Habit? Moment mal, hab ich... So, warum hab ich denn mein Zeug nicht an? Oh, ja, Entschuldigung. Aus irgendeinem Grund habe ich meine Kutte nicht mehr an. Das müssen wir mal ganz kurz ändern. Nicht schon wieder rausgeschmissen werden, nein. So. Mal kurz an die Truhe ran. Mönchskutte hier. Hups. Hupsi. So geil, Michael dreht total durch im Kloster. Ah, ich will hier raus. Mittlerweile laufe ich schon nackt rum. Hupsi. So, jetzt sollen wir zum Alchemie-Ding gehen. Sind das die... Nee, das sind die normalen Mönche, ne? Sind nicht die Enforcer. So, puh, schnell, bringen wir mal das Buch hier weg. Sie sind hinter mir, sie sitzen mir im Nacken, sie sind mir hinterher. Hier das Buch. Hier ist das Buch, das du wolltest. Das ist es tatsächlich. Nun kann ich dem Abt endlich sein Heilmittel zubereiten. Das Buch bringe ich dem Bibliothekar zurück und tu so, als hätte ich es herumliegen sehen. Dann schlägt die Sache keine hohen Wellen. Schließlich möchte er nicht, dass jemand denkt, er hätte seine Pflichten vernachlässigt. Es wird ihn verrückt machen. Habe ich das Buch liegen lassen oder nicht? Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Ich würde gern mehr über einige der anderen Novizen erfahren. Welch seltsamer Wunsch. Die einzigen, die alles über die Novizen wissen, sind der Abt und der Prior. Im Buch des Abtes stehen Berichte zu jedem Klosterbewohner. Aber es befindet sich im Studierzimmer. Da waren wir gestern Abend schon. Unter Verschluss. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich muss dir danken. Und wegen des Buches. Das habe ich gar nicht gefunden. Dass dir ja nicht einfallen, es zu stehlen. Das verstehe ich nicht so ganz.
Da waren wir gestern Nacht, da haben wir nichts gesehen. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Heute sollst du zwei Tränke. Sobald du fertig. Okay, Verdauungstränke machen wir mal gerade. Okay, müssen wir nachts vielleicht nochmal da rein und da finden wir jetzt dann raus, wer der Ding ist. Wir verpfeifen den anderen mal nicht. Das habe ich mir jetzt gerade anders überlegt. Okay, das machen wir dann. Wir machen jetzt mal den Verdauungstrank gerade und dann werden wir mal nachts. Dann spulen wir hier schnell durch und werden auch ohne erwischt zu werden hoffentlich und werden mal nachts dann nochmal zu dem Prior einsteigen ins Zimmer. Und dann müssen wir nochmal gucken, wo der Ding ist. Zwei Kamille, einmal Minze. Wasser oder was war das andere? Alkohol. Komisch, da waren wir gestern schon. Den habe ich wahrscheinlich übersehen, weil ich jetzt nicht nach Büchern Ausschau gehalten habe. So, Minze, Kamille. Ich wollte mal was testen, ob du das hier zermörsern kannst, dann hier rein. Also den Tiegel habe ich immer getestet. Der Tiegel ist einfach nur dafür da, wie ich gedacht habe, um Sachen halt dann zusammen in den Topf zu geben. Also dass man das vielleicht jetzt dann erstmal in den Tiegel gibt. Genau, und dann kannst du jetzt nämlich die Minze im Endeffekt dann auch in den Tiegel geben. Und dann kannst du halt alles zusammen... So, und das müsste ja eigentlich gewesen sein. So, wir wollten noch was mehr brauen, oder? Wir wollten zumindest noch einmal... um den anderen dann vielleicht doch noch den Ding abzukaufen... Dann wollte ich nochmal, die sind ja immer günstig zum Brauen. Ja. Wobei, nachts werden wir jetzt diesmal wieder nicht zum Wein gehen, denn nachts werden wir wieder zum Prios gehen. Dass ich das nicht gesehen hatte. Das Buch, komisch. Naja, wir brauchen einmal so einen Ringelblumenschnaps und dann... Und dann geben wir das mal ab. Ich hoffe, die schmeißen uns gleich nicht wieder aus dem Kloster, ey. Schon zweimal rausgeflogen, das schafft doch nur der Michael. So, dann geben wir das mal ab bei dem Kollegen hier. Gelobt sei Jesus. Ich habe alles erzeugt, mir was du ausgezeichnet. Jetzt lass mal den einen anschwärzen, einfach nur so aus Interesse. Ich konnte... Aha. Bruder Konstantin versteckt einen Schatz, dessen er sich nicht entledigt hat. Das überrascht mich nicht.
Ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal sein. Ich werde ihn nicht bestrafen, aber sprich mit ihm darüber. Vielleicht lässt er mit Gottes Hilfe freiwillig von seinem Mammon ab. Ja, ich glaube, das mit dem... Ich glaube, das mit dem Wein wird ihm mehr... Das mit dem Wein würde ihm mehr aus der Fassung bringen, aber gut. So, wir müssen bis 12, ne? Und dann müssen wir wieder hoch zur Bibliothek. Ja gut, dann schauen wir nochmal, ob das heute Nacht jetzt nochmal so gut klappt wie eben. Und dann werden wir rausfinden, wer der Pius ist. Und langsam bin ich so angefressen, dass ich es weiß auch nicht, was wir mit dem Pius machen. Ich weiß es nicht. Langsam bin ich zumindest nicht mehr... Bin ich zumindest nicht mehr ganz fest davon überzeugt, dass wir dem Typen nicht dann eventuell doch abmurksen. Dolch hätten wir ja, den haben wir zwar wieder in der Truhe geparkt, aber da kommen wir wieder ran. Vor allem, wenn die hier noch die ganze Zeit singen. Schloss knacken, sehr schwer. Da wohl drin ist. Könnten wir nachts auch mal reinschauen. Come on, mach hin, weiter geht's. Jetzt kommt das Schlimmste, Mai. Vergessen die das irgendwann, eventuell? Diese, lassen die uns vielleicht irgendwann in Ruhe, diese Enforcer? So, wieder zu dem. Gelobt sei. Ich wäre dann hier. Wunderbar. So. Wir sind ja dein. Du zum Gebet? Dein bester Schüler. So, diesmal machen wir das mal so. Bitteschön. Nein, was ist das denn schon wieder? Hör auf, hör auf. Ja, wenn man eine Arbeit nicht machen will, dann muss man es einfach nur so schlecht machen. Sakra, das ist ungeheuer. Okay, ich glaube bis 4 Uhr ist das. Das ist ein bisschen blöd. Wie gesagt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Sie haben hier sogar so eine Zwischensequenz eingebaut. Warum kann die Zwischensequenz nicht einfach bis zu 4 springen? Klar, hat man vielleicht ein bisschen weniger freie Kontrolle, wann man sich jetzt davon schleicht. Aber das kann man ja bestimmen. Man kann ja sagen, okay, sobald ich damit beginne, das Buch zu übersetzen... Dann springt es bis 4. Dann kann ich ja planen. Wenn ich jetzt sage, ich will mich davor, irgendwie davon schleichen, dann mache ich das halt davor. Also das ist ein bisschen antiklimaktisch, finde ich. Also ich finde es jetzt nicht so gut, wie das in dem einen Video gelobt wurde. Ich finde es okay. Jetzt nachts war es ganz cool. Das war definitiv ganz spannend. Nachts finde ich immer am coolsten, wenn man sich so davon schleicht. Aber ja, aber auf Dauer wird es ein bisschen nervig. Okay. Ja, wir könnten uns jetzt dahin begeben, aber da ist das Risiko, dass die uns, dass die anderen uns einen auf den Deckel geben. Ich würde auch gerade mal was probieren wollen. Ist ja eh gerade keiner hier. Wobei, das ist sehr schwer. Also, das ist schon ein bisschen witzlos, wie die du zum Gebet? Pass besser auf, Bruder. Gegen die Wände immer rennen. So. So, wenn man das mal so, dann können die uns wenigstens nicht anquatschen, die Enforcer. Jetzt müssen wir noch zum Essen, oder? Und dann, Bruder. Ah, nee. Du wurdest wo gesehen, wo... Also gut, Bruder. Und nun zeig mir, was du bei dir trägst. Okay, sehr gut. Jetzt kommen wir hier rein. Ich hoffe, der hat uns nicht die Dietriche abgenommen.
So, jetzt werden wir zumindest nicht aus dem Kloster geschmissen, weil den Dolch haben wir jetzt und das ganze Diebesgut haben wir in die Truhe. Ach Gott, einen Tag im Kerker. Alter Schwede, ey, langsam wird's echt nervig. Vor allem müssen wir jetzt bitte nicht nochmal einen kompletten Tagesablauf machen. Doch, ich glaube schon. No, okay, Leute, wir machen das mal so. Ich werde jetzt ohne euch mal ganz schnell nochmal so einen ganz normalen Tagesablauf durchgehen und dann schalte ich euch nachts wieder mit dazu, weil wir eigentlich nachts jetzt den Prios bestehen wollten. Jetzt muss ich aber nochmal einen kompletten Tagesablauf mitmachen. Und da würde ich jetzt auch nicht auffallen, sonst kriegen wir wieder Ärger. Ich hoffe, die haben uns die Dietriche nicht genommen, aber wenn nicht, den Schnaps und das wenn Zeug, was wir im Alchemielabor hergestellt haben, das ist ja unsers. Wenn nicht, kaufen wir uns halt neue. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück. Und jetzt sind wir wieder hier. Und diesmal kriegen wir hoffentlich das Schloss wieder ohne Probleme auf. Ich den Punkt finde. Sehr gut, wir haben nur 4 Dietriche. Denn die haben es uns alle abgenommen. Die Säcke. So, die Frage ist, wo ist es? Irgendwo hier. Ist ja jetzt. Irgendwo hier muss ja jetzt dieses Buch sein. Hier, Konstantin, der jüngste Sohn des Mil Flaschka, Baron von Sein Glaube ist Schmach, Joachim, Vorbild für Novizen, gewissenhaft, bla 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 bla. Antonius, Sohn Wohnheim des Händlers, Büchern. Ist gehorsam. Studium Tene Antonius mit Büchern. Ich bin unter Weißstern und er sollte sein, dass er. Warte mal, was steht hier? Der Tod seines mit seinem Bruder Antonius Büchern in seinen Händen vererbte das Geschäft nach und nach. Nachdem er mit seinem Bruder freundschaftlich geeinigt hatte, entschied er sich, seinem Herzen zu folgen und sich im Kloster, in dem er nach eigenen Angaben größeren Frieden finden würde als im Geschäft eines Händlers. Er hatte seine Bildung häufig unter Beweis gestellt. Dass sein Verhalten Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit aufbringt. Er ist gewissenhaft und fleißig. Er stammt aus einer Linie wohlhabendlicher Freibauern. Stützte sich auf ein junges Mädchen. Doch verdrängte diese Schuld und schob sein. Letztes Jahr, nachdem er versucht hatte, einem weiteren Mädchen die Jungfräulichkeit zu nehmen, erhielt er eine gerechte Strafe. Wut entbrannt sorgte der Vater des Mädchens dafür, dass Joachim ins Kloster verbannt wird. Bis zu diesem Tage hat der Junge sich trotz dieser Vergehen rechtens verhalten. Ist unter den Novizen der geeignete Kandidat. Okay. Konstantin, der jüngste Sohn. Ja, der kommt halt aus reichem Hause. Ja, es ist anscheinend der Antonius. Antonius ist der Sohn eines wohlhabenden Händlers aus Vlaschim. Widmete sich dem Studium der Theologie an der Universität Prag, das er jedoch nicht abschließen konnte, da sein Vater krank wurde. Nach dem Tod seines Vaters erbte er gemeinsam mit seinem Bruder das Geschäft. In seinen Händen
vererbte das Geschäft nach und nach, verebbte. Nachdem er sich mit seinem Bruder freundschaftlich geeignet hatte, entschied er sich, seinem Herzen zu folgen und sich der Klosterleben zu widmen, indem er nach eigenen Angaben größeren Frieden finden würde als im Geschäft eines Händlers. Ja, der ist es. Der spricht Latein etc. Wir suchen ja nach einem Pater. Antonius ist es. Ja, und er ist homosexuell, was ja auch nicht schlimm ist. Moment mal. Waschen. Das ist das ganze Zeug, das die uns abgenommen haben, ne? Ja, das war das ganze Zeug, das die uns abgenommen haben. So, jetzt gehört's wieder uns. Okay, da war auch das ganze Zeug drin, was die uns abgenommen haben. Das war nämlich das, was ich euch noch sagen wollte. Die haben mich jetzt zweimal in den Kerker gesetzt gehabt, ey. Die Buchseiten finden wir nicht. Die 9, die 10. Seite fehlt uns, aber das ist mir auch wurscht. Die haben mich zweimal in den Kerker gesetzt. Zuerst bin ich einmal im Kerker gelandet. Dann habe ich begonnen, damit den ganzen normalen Tagesablauf durchzugehen. Und dann hat er mich wieder angequatscht und meinte, hey, stehlen ist aber böse. Und dann bin ich nochmal in den Kerker gekommen. Und dann nochmal das Ganze, dann habe ich nochmal den Tagesablauf gemacht und jetzt hatte ich euch dann wieder mit dazu geschaltet, okay. Ja, es ist anscheinend der Antonios, denn der Antonios hat Theologie studiert und der Bios ist ja ein... Ist ja der. Pass mal auf. Laden wir uns doch mal das Zeug gerade ein. Ich weiß nicht, ob ich mir den Dolch nehmen will. Okay, dann würde ich sagen, stell mir in der Früh zur Rede. Ha? Und stell mir in der Früh zur Rede. In Deutsch packe ich mir mal noch nicht ein, weil da gibt es immer Ärger, wenn du eine Waffe hast. Aber dann, ja, es ist anscheinend der Antonios. Ich würde sagen, eventuell können wir ihn auch direkt vor der Messe zur Rede stellen. Wir müssten den anderen eigentlich noch den Wein besorgen, aber das hat gerade niedrigere Priorität. Wir könnten die anderen auch verpfeifen. Ich würde fast gern die anderen verpfeifen. Jetzt schauen wir mal, die stehen auch gerade erst auf. Jetzt schauen wir mal, jetzt müsste der Antonius muss doch eh gleich aufstehen. Komm, steh auf, Kollege, wir müssen mit dir reden. Ja, den anderen, der andere hat es eher verdient gehabt, der da sich da an die Mädels ranmacht. Der Joachim, der sagt, mit dem will ich jetzt eh keinen Wein mehr stehlen. Aber es ist anscheinend der Antonios. So, du bist's, Kollege. Hallo, reden. Kann ich mit dem reden, oder was? Ach komm. Jetzt. Was gibt es, Brut? So. Ich bin zwar kein Pfarrer, aber nur zu. Wird sowieso nichts Tragisches sein. Ich suche nach einem Dieb. Ach, nee. Wirklich?
Wer bist du, dass du dich so dafür interessierst? Er ist der Pios. Jemand, dessen Aufgabe es ist, die ganze Sache zu untersuchen, die Täter aufzuspüren und dafür zu sorgen, dass sie ihre gerechte Strafe erhalten. Strafe? Hast du etwa vor, sie hier im Kloster zu bestrafen? Schwer zu sagen. Er ist der Pios. Du könntest mir helfen, ihn zu finden. Den verschwundenen Dieb? Wenn ich etwas wüsste, würde ich es dir sagen. Ehrlich. Wenn, dann muss es einer der Novizen sein. Ich habe erst kürzlich von dem Vorfall in Neuhof erfahren und all die anderen Brüder sind schon viel länger hier. Ich weiß. Abgesehen von mir gibt es nur 4 Novizen. Aber noch weiß ich nicht, welcher es sein könnte. 3. Bitte lass mich aus dem Spiel. Und du hast recht, es könnte jeder sein. Niemand weiß etwas über Lukas. Konstantin könnte sonst wer sein, nur kein Mönch. Und Joachim ist ein schleimiger Wurm. Es würde mich nicht überraschen, wenn er am Massaker beteiligt war. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich ihn leiden. Er ist eine spitzfindige Ratte und würde alles tun, um sich einzuschleimen. Wenn ich mir vorstelle, dass er dort war, bekomme ich Gänsehaut. Ich bezweifle, dass er es war. Nur sag den anderen bitte kein Sterbenswörtchen. Keine Sorge, mein Freund. Nee, er ist es. Warum können wir denn ihn nicht anschuldigen? Verstehe nicht, warum können wir ihn denn nicht beschuldigen? Wir wissen, dass es er ist. Ich wüsste... Das ist alles. Danke. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum können wir denn ihn jetzt nicht beschuldigen? Das konnten wir doch schon mal machen, oder? Der sieht doch auch so aus wie der andere. Wir wissen doch, dass er es ist, oder? Das ist ganz raffig jetzt gerade nicht. Das gibt's doch nicht. Wir wissen doch, dass es er ist. Meiner Meinung nach ist es der Ding. Der Antonios, das stand doch jetzt in dem Buch drin, oder habe ich da was nicht gerafft? Der Joachim ist ein Arsch, ein Verbrecher, absolut. Aber er ist nicht der Pios, meiner Meinung nach. Wir suchen ja nach einem, der Pfarrer ist, und der Antonios hat Theologie studiert. Und die anderen haben auch gesagt, sie trauen ihm nicht so ganz. Also meine... Ich verstehe nicht, das Spiel sagt uns das auch nicht, aber wir haben auch irgendwie nicht die Redeoption zu sagen, du bist's. Von Ostern bis zum 1. Oktober verrichten Sie... Nein, wir reden mal mit ihm gerade. Ah, Greg. Stunde die notwendigen Arbeiten. Von der 4. Stunde aber... Ich habe im Buch des Abtes gelesen. Darin steht, dass du nicht so heilig bist, wie du vorgibst. Offenbar bist du sogar ein rechter Lüstling. Du bist in sein Quartier eingedrungen, um mich auszuspionieren? Damit kommst du nicht davon. Ich habe dich nicht gefragt, was Recht und Unrecht ist. Ich bin vielmehr an den Dingen interessiert, die im Buch über dich stehen. Ich sage dir gar nichts und werde dich sofort melden. Empfindlichen Brüdern werde eine passende Beschäftigung oder ein geeignetes Handwerk. Nur ein Wort und ich sage es allen. Das würdest du nicht wagen. Aber ich werde kein Risiko eingehen. Mach, was du willst. Der Abt muss auf ihre Schwäche Rücksicht nehmen. Die Regula Benedicti. Ja, super, das bringt auch nichts. Wer also den Namen Abt annimmt, muss... Du bist's. Was wünschst du, Bruder? Bring den jetzt einfach rum, jetzt reicht's mir langsam. Durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Einsichtigen Jüngern wird er die Gebote des Herrn mit Worten darlegen. Hartherzigen aber und einfältigeren... Ja, der andere gibt sich gern mit Männern ab, na und, das ist doch egal. Was meinst du? Zeige er, was er seine Jünger lehrt, dass man nicht tun darf. Warum können wir denn Antonios nicht auf das, was im Buch ansteht, ansprechen? Verstehe ich nicht. Außerdem wird Gott uns schützen. Das verstehe ich gerade alles nicht, das macht gerade alles keinen Sinn. Das verstehe ich nicht. Warum können wir jetzt den Antonios nicht darauf ansprechen? Da stand doch ganz klar, dass wahrscheinlich der ist. Wir können nur den und den Lukas darauf ansprechen. Jetzt verpfeifen wir erstmal die anderen bei dem Ding. Und dann, bring jetzt einfach den Antonios um. Jetzt reicht's mir. Was passiert eigentlich, wenn ich den kill? Frage ist, wie? Alter Schwede, ich will hier raus. Ich will hier raus. Das ist das Schlimmste, ey. Hast du zum Gebet? Was? Ich wurde vergiftet? Alter Schwede.
Alter Schwede. Das war 100 Pro der Pius. Jetzt reicht's. Du bist ein zäher Bursche. Jeder andere wäre gewiss umgekommen. Was? Was ist passiert? Ich will dir eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleiner Junge. Er war verloren, elend, hatte keine Zukunft. Ja, ich weiß, dass du der Pius bist, du Sack. Zu dummen Taten gedrängt. Doch er war nicht wirklich böse, denn als es hart auf hart kam, floh er, damit er diese Dinge nicht mehr tun musste. Doch seinen früheren Freunden missfiel das sehr und sie wollten ihn strafen. Also hetzten sie ihm einen Hund auf den Hals, der ihn totbeißen sollte. Doch der Junge war nicht dumm und wusste, der Hund würde kommen. Er vergiftete etwas Essen und als der Hund erschien, gab er es ihm. Der Junge hätte nicht gedacht, dass das Biest überleben würde und plötzlich tat es ihm leid. Daher machte er dem Hund ein Angebot. Du hast mich vergiftet? Nimm's nicht persönlich. Fressen oder gefressen werden. Wie du weißt, sind wir beide Bauern in jemandes Spiel. Sie haben Pläne für uns, aber wir müssen das nicht hinnehmen. Wir könnten all das vergessen und unserer Wege gehen. Ja, ich war ein Bandit. Und ich war ein Ja, ich wusste, warum konnte ich... Ich habe geplündert und gestohlen. Aber ich schwöre bei Gott, ich habe niemals Unschuldige ermordet. Was ich in Neuhof sah, ließ mich erkennen, dass mein Leben einen Scheißdreck wert ist und ich das Blatt noch wenden kann. Hier im Kloster hatte ich genug Zeit, über alles nachzusinnen. Doch dann kamst du und hast alles ruiniert. Der Übeltäter wandelt sich und findet zu Gott. Was genau schlägst du nun vor? Wenn wir einander helfen, bekommen wir beide, was wir wollen. Du kannst zu deinen Leuten zurückkehren und ich irgendwo hingehen, wo ich meinen Lebtag in Frieden verbringen kann und man mich nicht umbringen will. Ja, okay. Aber meine Auftraggeber kommen dahinter, wenn ich dich leben lasse. Nicht, wenn wir raffiniert vorgehen. Es muss niemand sterben. Bevor wir fliehen, lassen wir es so aussehen, als ob mich jemand getötet hätte. Viel Blut, ein zerfleddertes Stück meines Habits und Fußspuren, die zum Fluss führen. Niemand wird dort nach meiner Leiche suchen. Dort teilen wir uns auf. Du holst deine Belohnung und ich mache mich aus dem Staub. Gut, machen wir es so. Gut, ich bin froh, dass wir trotz unserer anfänglichen Zwietracht zu einer Einigung kommen. Hier, das beruhigt deinen Magen. Nun musst du die Schlüssel des Klosters und etwas Blut für die Spuren beschaffen. Alter Schwede, die Schlüssel des Klosters. Wozu brauchen wir die Schlüssel des Klosters? Wie wollen wir sonst entkommen? Das Kloster ist praktisch ein Gefängnis. Nicht leicht, die Schlüssel zu besorgen. Ich weiß, aber der Kellerer ist ein geläuterter Dieb. Bestimmt hat er noch ein paar Dietriche herumliegen. Simpel, wenn du weißt, wie man sie benutzt. Schon wieder da einbrechen, langsam wird's aber was nervig. Entwende die Schlüssel des Priors. Er hat sie ständig bei sich. Beides schwierig, aber... Dietriche habe ich. Und Dietriche habe ich. Soll ich in einem Kloster an Blut kommen? In der Küche findest du ein Pergament mit einer Liste an Zutaten, die sie bestellen. Schreib Blut für Suppe auf die Liste. Und wenn es am nächsten Tag geliefert wird, schnappst du es dir, bevor es jemand mitbekommt. Und was wirst du tun? Ich muss mich auf eine lange Reise vorbereiten. Vorräte und gewöhnliche Kleidung besorgen und so weiter. Du kannst im Habit fliehen, aber ich muss mich schnell in Luft auflösen. Gut, ich weiß Bescheid und kann... Das ist alles irgendwie gerade ein bisschen komisch, muss ich sagen. Komm zu mir, sobald du alles hast. Bitte versuch dich zu beeilen. Und Gregor, danke. Würde glaubhafter klingen, wenn du nicht eben versucht hättest, mich zu töten. Deshalb danke ich dir, dass du mir trotzdem zur Seite stehst. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass das Gift dich nicht dahin raffte. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es beide lebend raus. Oder ich hau dich jetzt um und kill dich, mein Freund. ja, das machen wir beim nächsten Mal. Ich muss gerade jetzt mal Pause machen. Ich finde, das
Das Spiel, manchmal ist das echt ein bisschen nervig. Man sieht so ein bisschen, man sieht so ein bisschen durchschimmern, wie gut sein könnte und wie gut diese ganze Quest hier sein könnte, aber einige Dinge halten sie leider davon ab, für mich persönlich, dass das Ganze jetzt funktioniert, denn manche Sachen passen einfach nicht zusammen. Also, und das ist so schade. Es passt, es ist so ein Puzzlestück, aber das Puzzlestück fühlt sich nicht zusammen. Wir sind doch jetzt bei dem Abt, bei dem Pios Wir sind doch jetzt bei dem Kollegen eingebrochen. Und dann haben wir doch das Buch durchgelesen. Und dann haben wir doch ganz klar im Buch gelesen, okay, es ist wahrscheinlich der Antonios. Und dann hatte ich mit jedem eine Redeoption für das Buch, außer mit Antonios und ich glaube auch mit dem anderen, mit dem Konstantin. Warum konnte ich denn dann jetzt nicht zum Antonios sagen, du bist's? Weil wir das vorher schon mal ausgewählt hatten oder was? Aber das sollte wurscht sein, selbst wenn wir das vorher schon mal ausgewählt haben. Wir haben doch jetzt neue Beweise. Also das ist wirklich mega nervig. Das war irgendwie ganz cool, dass der uns vergiftet hat, aber das wäre nur richtig cool gewesen, wenn wir gesagt hätten, hey, du bist's. Und er dann so, nein, ich bin's nicht. Und wir dann so, doch, doch, du bist's. Und nein, was willst du? Und dann vergiftet er uns. Dann hätte es irgendwie geklappt. Aber so war das doch jetzt total doof. Warum konnten wir das denn noch nicht zu dem sagen? Das haben wir doch rausgefunden. Das ist das eine Nervige. Das nächste Nervige ist langsam, der Tagesablauf nervt echt was. Und das nächste Nervige ist das mit dem Schlösserknacken, dass wir jetzt schon wieder wahrscheinlich bei dem Pios einbrechen müssen. Naja, gut, wir haben ja auf der anderen Seite Dietrich, ja. Weißt du was, das will ich jetzt noch machen. Ich will jetzt aus dem Kloster raus. Da nehmen wir jetzt noch gerade mit. Wir müssen jetzt in die Küche, ja. Wie viel Uhr ist es denn? Wo müssen wir denn jetzt gerade hin? Wir müssen jetzt eigentlich hier hin, oder? Ja. So, wir verpfeifen jetzt die anderen noch. Die Zirkatoren gehen nachts in den Keller, um Wein zu trinken. Ich wusste es. Johann hat stets eine Fahne. Und der will abwerden, Heuchler. Wenn du es dem Prior sagst, stutzt er vielleicht Johanns Flügel. Bruder Joachim stiehlt Wein, damit die Zirkatoren trinken können. Joachim? Nun, diese miese Ratte hat ihr wahres Gesicht gezeigt. Weißt du, wo er ihn stiehlt? Aus dem Keller des Kustos, außerhalb des Klosters. Gewitzt. Der Kustos würde nie jemanden aus dem Kloster verdächtigen. Und hier käme niemand auf die Idee, dass Mönche im Geheimen trinken, wenn kein Wein fehlt. Hab Dank, Bruder. Könntest du den Prior informieren? Wenn ich es täte, würden sie mir falsche Anschuldigungen unterstellen. Mehr weiß ich nicht. Komm zu mir, falls du... Okay, dann wollen wir noch arbeiten. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die zu... Das wissen wir doch. Zwei Hahnenschrei. Okay, gut. Okay, wir müssen jetzt uns dann irgendwann noch in die Küche stehlen und dann nachts... Wobei, wir müssen nachts eigentlich gar nicht zum Prios... Aber es wäre gut, wenn wir tagsüber vielleicht irgendwie kurz in die Küche könnten, damit wir dann am nächsten Morgen das Blut stehlen können. Und die Tür kriegen wir schon irgendwie mit Dietrich auf. Ich habe ja Dietrich, solange sie uns nichts mehr abnehmen, ist das alles okay. Wenn nicht, könnte ich auch wahrscheinlich ein paar Dietriche einfach in die Truhe legen zur Sicherheit. Das könnte ich eigentlich auch gleich mal machen. So, pass auf, Hahnenschreitrank, den habe ich noch nie gebraut. Baldrian, zwei Minze. Minze zerkleinern, kochen im Alkohol, destillieren. Okay, Minze. Baldrian. Alkohol. So, einige Quests werden wir nicht mehr machen, weil ich will jetzt hier irgendwann raus, ganz ehrlich gesagt. Wir helfen dem anderen jetzt. Schade, dass sich das so blöd aufgelöst hat mit dem. Manchmal fügt sich das echt nicht schön zusammen. Das ist echt ärgerlich, muss ich echt sagen. So. Die Minze für einen Sand. Urdurchlauf kochen, oder? Und dann den Baldrian rein und dann für zwei noch kochen lassen und dann destillieren.
Ja, ich spiele das mittlerweile die ganze Zeit am Stück. Also ich bin jetzt auch mittlerweile Stunden hier am PC und da in diesem Kloster. Deswegen, das hat wahrscheinlich auch, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen eine Auswirkung. Oh. Nein, 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 Alter. Hitze, 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 komm. So, und danach destillieren. Destillator. Was gibt es, Bruder? Ich habe alles erlebt. Zeig mir, was du ausgezeichnet. Okay, die Tränke haben wir abgeliefert. Wir könnten mal schauen, ob wir uns gerade mal kurz in die Küche stehlen können. Sehr gut, okay. Warte, bis das Blut am nächsten Morgen eintrifft. Okay, cool. Okay, gut, dann nochmal ein normaler Tagesablauf. Nächsten Morgen Blut und die Tür kriegen wir schon irgendwie Brute Force-mäßig mit dem Dietrich auf. Ich meine, wir könnten noch probieren, des Nachts beim Abt in den Schlüssel zu klauen. Die Frage ist, wenn wir den bewusstlos wirken, sieht er denn dann unser Gesicht? Wir probieren es mit dem Dietrich. Kriegen wir schon irgendwie auf. Kriegen wir schon irgendwie auf. Okay, ich spule mal was vor. Wir machen mal kurz den Tagesablauf wieder durch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wunderschönen guten Morgen. Es ist 4 Uhr morgens. Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt nochmal hier bei dem Prios einzubrechen, denn wir haben 12 Dietriche oder irgend sowas. Wir werden schon die Tür irgendwie aufkriegen. Und das war mir dann einfach zu risikohaft, das jetzt nochmal zu riss. Ach Gottchen. Er steht direkt vor uns. Der geht schon zur Messe. Gut geschlichen, der andere direkt vor uns. Ja, der geht schon zur Messe. Jetzt warten wir einfach mal ganz kurz. Gleich heißt es eh, geht zur Messe. Dann dürfen wir ja auch runter. Und dann machen wir halt mal ganz kurz einen Abstecher durch die Küche. Denn wir müssen ja jetzt hier laut Questlog, ne, das haben wir nicht gemacht. Das machen wir auch gerade nicht. Achso, mit denen sollen wir auch noch reden wegen dem Ding, ne. Töte einen anderen Novizen, das machen wir nicht. Auch wenn es der andere eventuell verdient hätte, aber nee. Das Blut müssen wir uns jetzt morgens unter den Nagel schlagen. So, jetzt dürfen wir in die Kirche. Während die anderen in die Kirche gehen, machen wir mal ganz kurz. So. Wo kommt denn ihr her? Das macht überhaupt keinen Sinn. Machen die denn hier? Was machen die denn hier? Ja, wir sollen in der Früh, müssen wir denen das Blut klauen. Jetzt sind da aber schon welche.
Ja, nach der Kirche ist Essen angesagt, habe ich jetzt. Bin schon so früh aufgestanden, bin ich jetzt zu spät aufgestanden. Na Mann, ich meine, da komme ich jetzt nicht vorbei. Ich glaube, die decken schon ein. Ich glaube, ich bin zu spät. Ich glaube, wir müssen nochmal. So, wir haben das Blut, Antonios. Ich habe alles, was wir für die Flucht benötigen. Gut. Gleich nach der Abendmesse treffen wir uns im Dormitorium. Wir müssen alles erledigen, bevor die Mönche zu Abend gegessen haben. Wie sieht dein Plan aus? Und warum tun wir es nicht bei Nacht? Wir bereiten ein kleines Rätsel vor, das sie niemals lösen werden. Und weshalb beim Abendessen? Weil sowohl das Dormitorium als auch die Kirche leer sein müssen. In der Nacht werden wir dann fliehen. Bring alles mit und vergiss die Schlüssel nicht. Ja, gut. Fliehen. Ja, ich habe 12 Dietriche. Das werden wir schon irgendwie, werden wir schon die Tür aufkriegen. Ja, fliehen. Ich will hier raus. Ich erzähle euch gleich noch, was das gerade mit dem Blut war, ey. Ich will hier echt raus. Ich will hier raus. Okay, Abendmesse. So, die geht bis 6 oder sowas. Alter Schwede, ich hoffe jetzt echt, wir kommen hier raus und keiner von diesen Enforcern, ich weiß, dass die anders heißen, aber ich nenne sie die Enforcer, hält uns jetzt nochmal auf und nimmt uns unser Zeug wieder ab. Bruder? Nein. Sind wir hier im Wirtshaus? Oder beim Hunde? Also gut. Und nun zeig mir, was du bei... Nein. Wenn der uns jetzt das Blut wieder abgenommen hat, kotze ich. Wenn er uns jetzt das Blut abgenommen hat, kotze ich. Ich habe den umgehauen eben gerade, weil ich ungeduldig wurde. Und hier ist die Sache. Wir müssen das Blut aus der Küche holen. Die Küche ist von 3.30 Uhr bis nachmittags konstant. Immer ist jemand da. Die richten Essen her, die tun die Dinge weg. Die richten wieder Essen her, die tun die wieder weg. In einer Tour, es war immer jemand da. Ich bin nie an diese blöde Küche rangekommen. Und deswegen, irgendwann war nur noch einer da, dann habe ich mich rangeschlichen und hab den umgehauen, aber gut, okay. Leute, ich muss nochmal laden, so wird das ja wieder nix. Antonios, wir haben das Blut, lass uns hier raus, abhauen, gut. Ich will hier raus. Bevor die Mönche zu Abend gegessen haben. Wie ja. Sieht dein Plan aus? Und warum tun wir es nicht bei Nacht? Wir bereiten ein kleines Rätsel vor, das sie niemals lösen werden. Und weshalb beim Abendessen? Weil sowohl das Dormitorium als auch die Kirche leer sein müssen. In der Nacht werden wir dann fliehen. Bring alles mit und vergiss die Schlüssel nicht. Gut. Sobald die Abendmesse endet, komme ich ins Dormitorium. Jawohl, sehr gut. Okay, haben wir denn Dietriche? Dietriche haben wir nämlich. Wir haben keine Schlüssel, aber wir haben 11 Dietriche. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Pass auf, wo du hingehst. Eilst du zum Gebet? So, ja, alter Schwede, jetzt hat er uns gerade wieder, also ich hatte den ja, das Blut habe ich jetzt zum zweiten Mal aufgehoben, weil beim ersten Mal in einer tut es immer, die räumen entweder die Teller von der Küche hier in den Saal oder von dem Saal in die Küche. Seit 3.30 Uhr waren die da immer am Einräumen, ich bin da nie allein in die Küche gekommen. Dann war nur noch einer von diesen Enforcern da am Ende. Dann dachte ich mir, okay, jetzt haust du den schnell um von hinten. Und was? Sollen wir das gar nicht machen? Was sollen wir denn gerade machen? Achso, wir sollen arbeiten. Jetzt haust du den gerade um von hinten und dann ist gut. Das Problem ist aber, wenn du den von hinten umhaust, weiß der trotzdem, dass du das warst. Und dann hatte ich dem das Blut schon gegeben und wir hatten den Plan schon von wegen, ja, lass uns abhauen. Und dann erwischt er uns und dann steckt er uns ins Gefängnis und dann nimmt er uns alles wieder weg. Blut weg, Dietriche weg, alles wieder weg. Ich so, nee, come on, okay. Nochmal geladen, nochmal schnell hin. Jetzt bin ich einfach schnell, während alle beim Essen waren, bin ich schnell in die Küche geflitzt. Das liegt ja direkt auf dem Tisch, hab mir das Blut geschnappt und bin wieder raus. So, jetzt müssen wir noch einmal den Tagesablauf machen und dann reicht's mir. Aber ich kann diese Bock-Bluttränke nicht mehr sehen, ey. Alter Schwede, ich will hier echt raus. So, einmal machen wir das noch. So, Bockblut war mit Öl, ne? Und dann, das war doch einmal. Jetzt schauen wir mal, ob ich den auswendig mittlerweile schon kann. Johanniskraut, Beinweil und Löwenzahn, meiner Meinung nach. Und dann war das meiner Meinung nach Öl hier rein. Zweimal Johanniskraut zerkleinern, oder? War das zweimal Johanniskraut? Jetzt muss ich dann doch mal kurz nachschauen.
Und dann mit dem Ding zusammen ins kochende Öl und dann abkühlen lassen und dann die Ringelblume rein. Einmal Johanniskraut, aber das Johanniskraut war zerkleiner, bin ich mir sehr sicher. Ja. Alter Schwede, ich bin so froh, wenn wir hier raus sind. Langsam ist es echt nervig. Wenn er so mal das Spiel abstürzt, dann flipp ich aus, ey. Alter Schwede, es ist schon so eine dünne Gratwanderung zwischen macht's noch Spaß oder ist es gerade schon echt Arbeit? Es fühlt sich echt wie Arbeit an hier. Das gibt's nicht, wie ich mich auf das Kloster eigentlich gefreut hatte, wenn er mal zurück war, denkt, oh, bald kommen wir ins Kloster. Ich hoffe, wir haben nicht die Klosterquest. Jetzt bin ich hier drin, ich so, ich will hier raus. Aber rausgeschmissen will ich jetzt auch nicht werden. So, jetzt noch einmal das hier. Ja, das, ich weiß schon, das soll das natürlich so ein bisschen rüberbringen, diesen Tagesablauf, aber langsam nervt's echt, ey. Es ist ja, es soll ja auch irgendwo Spaß machen. Ist ja dann doch nur ein Computerspiel am Ende vom Tag. Weißt du? Mann, ich weiß, wir haben nicht alles abgeschlossen. Wir haben das mit dem Wein nicht. Wir sollten dem Lukas eigentlich noch helfen, aber es ist mir wurscht. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich kann verstehen jetzt, dass andere sagen, das Kloster hat ihnen gar nicht gefallen. Ich kann echt beide Seiten verstehen. Ich bin so hin und her gerissen. Ich kann die guten Momente sehen und zum Beispiel nachts durch die Klostergänge schleichen. Das hat noch Spaß gemacht, aber ich kann auch sehen, wie das zum Teil echt manchmal nervig ist. Gerade wenn man Pech hat, dass die dich wieder erwischen und dann kommst du wieder in den Knast, dann nehmen die dir wieder alles ab und oder schmeißen dich aus dem Kloster raus. Die haben uns zweimal komplett rausgeschmissen. Gut, einmal war es natürlich so ein bisschen meine Schuld, weil ich gesagt, weil ich es drauf ankommen habe lassen. Aber einmal war es auch wirklich, weniger meine Schuld. Einmal war es auch, ja, habe ich halt nicht gewusst, dass wenn du den Dolch bei dir hast, dass der dann sagt, hey, eine Waffe, was geht gar nicht. Naja, jetzt müssen wir noch einmal da hoch abschreiben, dann noch einmal zur Abendmesse und dann war es das hoffentlich, ey. Das Blöde ist, dass du zwischendrin ja nie speichern kannst. Der speichert dann immer nur, wenn du schläfst. Also es ist echt eine dünne Gratwanderung zwischen Spaß und Frustration, muss ich sagen. Ich glaube, es scheint auch bei den Videos durch. Ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile unterbrochen habe und vorgespult habe und etc. Das wird zum Schneiden auch echt was Ätzendes. Wo die 10. Seite ist, auch keine Ahnung. Es ist mir mittlerweile echt wurscht. Das nachts den Wein noch klauen, das wäre vielleicht ganz cool gewesen, aber der Typ ist eh so ein Arsch. Mit dem möchte ich eh nichts zu tun haben. Mit dem wir da den Wein hätten klauen müssen. So, jetzt noch einmal das, ey. So, wo ist denn jetzt? Da ist er. Was möchtest? Ich will. Wo? Einmal habe ich übrigens durch Zufall genau das Richtige übersetzt. Da meintest du keinen Fehler. Sehr gut, dann bin ich sogar ein Level aufgestiegen. So, warum sie dann hier so eine Zwischensequenz eingebaut haben, verstehe ich auch nicht ganz. Die bringt ja auch irgendwie nichts. Wenn die wenigstens die Zeit... Das kostbare... Wie konntest du nur? Ja, mein Freund. So, bis 4 Uhr, es geht der ganze Spaß hier. Und dann ist Messe, oder? Ja, 4 bis 5 oder 4 bis 6 oder so ist Messe. So, und danach sollen wir uns ja ins Dormitorium hochschlagen, also in die Schlafgemächer. Hochschlagen. Ja, auch irgendwie ein bisschen die falsche Wortwahl. Da sollen wir uns dann mit dem Antonios treffen. Und dann, Antonios, lass uns abhauen von hier, ey. Ich flippe aus. Wenn nicht, gib mir den Dolch und ich schnetzel mich hier raus. Pass auf, wo du hingehst. Nee. Warum ich... Weil ich hier raus will. So, jetzt werden wir dann mit dem Antonios das so stellen, dass der getötet wurde, in Anführungsstrichen. Wir wollten dem hier eigentlich noch
Können wir das dem sagen während der Messe? Wir halten gerade eine Messe. Okay, nee. Ich wollte dem ja eigentlich noch von den Trinkern erzählen. Weißt du, dass die Nacht saufen soll? Wie lange war denn jetzt die Messe nochmal? Vier bis sechs, okay. Okay, gut, und dann treffen wir uns mit dem Antonios. Schauen wir mal, ob wir beim Rausgehen, wenn wir vielleicht noch dem Ding erwischen, vielleicht sagen wir ihm noch kurz, dass die anderen sich unten im Keller besaufen. Okay, sind schon alle weg. Nee, wir speisen jetzt nicht mit den anderen. Wir treffen uns jetzt mit dem Antonios, und zwar hier, ne? Da ist er. Der Herr sei gepriesen. Für einen Moment dachte ich, du kommst nicht. Gib mir das Blut. Dies ist die Stelle, an der du mich die Empore hinuntergestoßen hast. Ja, aber einfach nur Blut tut's ja nicht. Eilst du zum Gebet? Nee, ich eil mit dir aus dem Kloster raus. Ja, aber einfach nur so ein Blutflecken. Glaubst du, das tut's? Also, da fehlt doch der Body, da fehlt doch der Körper. Achso, wir machen das jetzt so, dass wir den dann zum Fluss geschleift haben, ne? Das hat er ja gesagt. Ja, jetzt liegt's an mir. Jetzt muss ich nur noch die Tür mit dem scheiß Dietrich aufkriegen. Entschuldige meine Aussprache. 11 Dietriche haben wir. Die Tür werden wir irgendwie aufkriegen. Wenn nicht, dann drehte ich mich dadurch. Gepriet, und hier hast du meinen leblosen Körper hingezerrt. Ja, und du willst nämlich jetzt, dass ich die Tür aufmache, ne? Hä? Okay. Never mind. Wie hat denn der jetzt die Tür aufgekriegt? Warum so in Eile? Mit dem Dietrich oder was? Ja, Kollege, kann ich mal bei dir in die Schule gehen? Wie machst denn du die Türen auf? Okay, gut. Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Juhu! Wir sind draußen. Ich kann dich nicht gehen lassen. Ich übergebe dich dem Vogt. Ja, komm. War mir eine Freude. Ich tat, was nötig war. Und niemand musste sterben. Ja, raus aus dem Horrorkloster. Und was hast du jetzt vor? Tja, mich aus dem Staub machen. Das erstbeste Pferd stehlen und bis zum Morgengrauen durchreiten, bis ich weit, weit weg von hier bin. Ich hatte überlegt... Hier, nimm diesen Würfel und sag diesen miesen Halsabschneidern, ich hätte ihn bei mir gehabt. Sollte sie überzeugen. Besonders, wenn sie von dem Tumult erfahren, sobald die Brüder unser Verschwinden bemerken. Dein Glückswürfel? Könnte man so sagen. Ich hoffe, er bringt dir mehr Glück als mir. Vielen Dank. Danke, dass du mich leben lässt. Bruder Gregor. Ich heiße Heinrich. Also gut. Bruder Heinrich. Möge Gott dich schützen. Freiheit. Ja, Aufgabe fehlgeschlagen, hol deine Sachen zurück. Die Sachen sind auf dem Pferd. Ich glaube, die Sachen sonst, wenn du die abgeben hast, musst du die beim Prios aus der Truhe holen. Das hatten wir ja schon mal festgestellt. Aber unser Pferd müsste, ich bin gerade so froh, wir können uns frei bewegen. Wir sind frei. Lass mal gerade den Retterschnaps reinziehen.
ja, viele Quests schlagen jetzt natürlich fehl, weil, weil das ganze Zeug, was man noch so als Nebenquests hatten, haben wir jetzt nicht alles abgeschlossen, aber ich musste da raus, ey, ja. Retterschnaps und unser Zeug haben wir wieder in all das, alter Schwede, ich bin so froh, ich habe mich so, so eingezwängt gefühlt in dem Kloster, das war natürlich auch was Absicht, aber ja, schade, dass wir nicht die ganzen Quests abgeschlossen haben, aber mei. Ganz ehrlich gesagt, das mir jetzt auch nicht so gereizt. So, raus aus der Kutte, und dann wollte ich am Ende noch ein kurzes Fazit sehen zu der ganzen Klostersache. Aber jetzt erstmal wieder unser schönes Equipment hier alles anlegen. So. Jawohl, so muss das sein. Raus aus der Kutte, rein in die Panzerrüstung. So. Mönchskutte, alter Schwede, verbrenn sie, lass ich hier fallen. Jawohl. Weißt du was? Die Kutte lege ich ihnen vor die Tür. Ja, da hätte man sich jetzt mehr Zeit nehmen natürlich noch können. Vielleicht noch die ein oder andere Nebenquest abschließen können, aber nee, musste einfach jetzt hier raus. Aber eine Sache will ich noch machen. Wir sind gerade überladen. Und zwar die Mönchskutte schmeiße ich ihn noch hier vor die Tür. Nie wieder, alter Schwede, nie wieder da rein, ey. So, hier, liebe Mönche. Da. Das passt doch ganz gut. Wo sind wir denn so überladen? Naja, es war zumindest ein guter Ort, um Kräuter zu farmen. Und Goldkreuz und alles. Das ist nur leider alles gestohlen. Das können wir, wenn dann, nur irgendwelchen Müllern abverkaufen. So, noch ein kurzes Fazit. Also, ich muss mir hier weg. Alter Schwede, ich muss hier weg. Noch einer mehr, der uns die Haare vom Kopf frisst. Freiheit, reiten, ach, hab ich, ah, die freie Welt, juhu, reite, Pebbles, reit wie der Wind, juhu, ja, und drüber, jawohl, so muss das sein, ah, die Welt ist auch so schön hier draußen und, ah, das hat mir so gefehlt, ah, ich fühle mich so frei. Das hat mir so gefehlt hier. Und das sollte das natürlich auch ein bisschen vermitteln. Ne? Also ich ziehe jetzt noch ein kleines Fazit zur Klostersequenz. Das sollte das natürlich ein bisschen vermitteln. Dieses eingeengte Gefühl, dass man hier im Kloster, ja, dem Klosterleben nachgeht und dem Mönchsleben nachgeht, aber eben, ja, im Endeffekt diesen monotonen Tagesablauf hat und keine Freiheiten hat und alles, alle Besitztümer abgibt, alle weltlichen, unsere schöne Rüstung haben wir nicht mehr und jedes Vergehen wird sofort geahndet und du kommst dann da in den Knast. Also das sollte das natürlich so ein bisschen rüberbringen und das hat es absolut geschafft. Es ist nur einfach eine Umgebung, in der ich mich null wohlfühle. Ich hasse das. Ich hasse so feste Tagesabläufe, so vorgeschriebene Regeln und sowas. Also das ist, Da komme ich absolut nicht mit klar. Krala hat man irgendwie schon so ein bisschen. Jeder hat seinen Tagesablauf, auch im normalen Leben. Aber ich habe zumindest den Luxus, dass ich bei mir in meiner Arbeit so ein bisschen zumindest Freiheit habe. Und auch, weißt du, nicht immer, ja, diese strikten Regeln, also ganz schlimm. Und jetzt auch hier aufs Computerspiel übertragen.
Du hast dein Pferd nicht, du kannst nicht rumreiten, du kannst nicht mal irgendwie in die Taverne gehen oder was anderes machen, du hast deine coole Ausrüstung nicht. Und dann wirst du noch beim Stehlen erwischt und Ding. Also das war echt sehr bedrückend. Dann wollte ich auch irgendwann dann da raus. Dazu kam noch so ein bisschen der Frust, dass, wie gesagt, das mit dem Blut war ein bisschen frustrierend, da jetzt ranzukommen. Dann haben sie uns zweimal aus dem Kloster rausgeschmissen. Einmal war es schon meine eigene Schuld, aber das dann mit dem Dolch, das kam auch unvorhersehbar. Dann das mit dem Antonio, da hatte ich drüber geredet, dass man dem, wir hatten ja nicht rausgefunden, dass er das ist, dass man ihn nicht drauf ansprechen konnte. Das war nicht so schön aufgelöst. Das waren so ein paar Frustmomente. Der Tagesablauf wurde auch echt monoton am Ende. Ich habe es 100-mal gesagt. Verstehe ich nicht, warum die Zeit da nicht schneller vergeht. Entschuldigung, muss ich niesen, dass wir da immer selber vorspulen müssen, weil ich stehe jetzt nicht 4 Stunden da und warte, bis diese eine Aufgabe abgeschlossen ist. Also das kam schon alles noch dazu und dass, wenn irgendwas fehlgeschlagen ist, dass du den kompletten Tagesablauf wieder durchmachen musst, bis du halt dann abends dich wieder davonstehen kannst. Das war schon was nervig. Also das alles hat dann dazu geführt, dass ich auch irgendwann echt da raus wollte und auf der einen Seite dann irgendwie hat es ja auch ganz cool gepasst. Man hat diese Klaustrophobie ganz gut rübergebracht. Auf der anderen Seite hat es halt auch Frustmomente und deswegen kann ich verstehen, dass der ein oder andere, der vielleicht da ein bisschen mehr frustresistent ist und sich da vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr reinversetzt hat, das super cool fand und dann vielleicht sogar so mit wie mit dem Namen der Rose vergleicht. Und ein anderer, der da vielleicht sich gar nicht drauf einlassen kann, da gar keinen Bock drauf hat, dann sagt, oh Gott, das war das Schlimmste für mich. Ich bin so in der Mitte. Ich habe die guten Momente sehen können, die Highlights und die Frustmomente auch. Und jetzt gerade bin ich so froh, hier in der Freien dazu zu sein. Und ich meine, deswegen ist es jetzt nicht mehr ganz so schlimm, weil auf der anderen Seite hat man jetzt dieses schöne Freiheitsgefühl, dass halt so ein bisschen die Belohnung ist, wisst ihr? Also es hat sich noch nie so gut angefühlt, in dem Spiel hier durch die Gegend zu reiten. Juhu! Super, super geil. Ach, so schön. Weg von dem Kloster, ey. Wo müssten wir eigentlich als nächstes hin? Das ist mir wurscht, das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt gehen wir erstmal hier in die Taverne und trinken einen Humpen. Ah, bin ich so froh. Ich bin so froh, dass wir jetzt hier raus sind, ey. Tavernenleben. Ah, wie schön. Wie schön, nee, also ja, wie gesagt, jetzt am Ende vom Tag, so schlimm war es da nicht, aber ja, ich denke, war das dazu gesagt. Mein Gott, was... Kann ich hier schlafen? Ich werde mich da mal hier hinlegen, damit das Spiel mal hier gespeichert ist und dann beim nächsten Mal machen wir die Hauptquest wieder weiter. Schauen wir mal, ob die anderen uns das jetzt abkaufen. Dass wir den gekillt haben. Also ich weiß ja nicht, ob die uns das abkaufen. Die Pebbles hat noch unser Geld, oder? Ich schau mal gerade, wo wir dann hin sollen beim nächsten Mal. Woher wissen die denn überhaupt, dass im Kloster... Also das ist schon... Naja, es ist schon, sagen wir mal, so an den Haaren herbeigezogen, die Geschichte. Im Sumpf in der Nähe von Sassau. Ich würde sagen, da gehen wir dann morgen beim Morgengrauen hin. Wo ist das denn? Wäre direkt da um die Ecke. Ach komm, Leute, das machen wir noch gerade. Lass das dann noch gerade machen. Wir haben jetzt zwar hier das Zimmer gemietet, aber wurscht. Schauen wir mal, ob sie uns das abkaufen. Das machen wir jetzt noch schnell. Das ist hier eh ums Eck. Aber das ist schon so ein bisschen eine haarsträubende Geschichte, die wir jetzt hier haben, oder? Ja, er ist tot. Ich habe ihm von der Empore da gestoßen. Und das Einzige, was wir haben als Beleg, ist so ein kleiner Blutspritzer. Naja, ich weiß ja nicht so ganz. Der darf sie echt nicht mehr blicken lassen, der Kollege. Aber gut, ich wollte ihn nicht töten. Ich fand
Er war ja... Er hat gesagt, Mai kann er immer sagen, aber laut ihm hat er keinen Unschuldigen umgebracht. Einen Beweis dafür hatte ich nicht. Und deswegen jetzt einfach so einen Unschuldigen töten wollte ich auch nicht machen. Der Sumpf ist ja auch ganz geil gemacht. Der Sumpf ist echt cool gemacht. Sind wir bewaffnet? Einfach mal so zur Sicherheit. Wir treffen uns jetzt wieder mit den anderen. Nein. Sehr gut, Michael. Dies scheint der Ort zu sein, von dem Sie sprachen. So, Signalfeuer sollen wir hier entfachen. So, das machen wir nochmal. Das machen wir noch, Leute. Schauen wir mal, ob sie es uns abgehaufen, ey. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurwa. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Im Kloster gab es wohl etwas Ärger, wie wir hörten. Die Frage ist nur, war es wie vereinbart? Hast du den Kerl für uns erledigt? Klar, natürlich haben wir den erledigt. Glaubst du, ich würde sonst hier sitzen? Was weiß ich? Tölpel gibt es zur Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? Na, wir haben die Würfel. Den hatte er bei sich. Ja, das war seiner. Was hast du mit der Leiche gemacht? Ich habe sie weggeschafft und vergraben. Muss eine Heidenarbeit gewesen sein. Zumindest sieht es so nicht nach Mord aus, ja. Die Aufgabe war nicht leicht. Doch hätte ich die Leiche liegen lassen, wüssten sie, dass ich der Mörder bin. So sind es bloß ein paar Novizen weniger. Oder meinst du, ich hätte sie zurücklassen sollen? Nein, nein. Ich muss nur sicher sein. Nicht mal eine Maus kann sich in dieses verdammte Kloster einschleichen. Also werde ich dir wohl glauben müssen. Und glaubst du mir? Ja. Juhu! Was jetzt? Was jetzt? Herzlich willkommen! Solche wie dich brauchen wir. Und was müssen solche wie ich tun? Ich bin bloß der Presser und heuere die Leute an. Du kannst nun in unser Lager gehen. Dort erfährst du alles. Wo ist es? Willst du mir weismachen, du hättest unser Lager nicht gesehen? Hast wohl keine Augen im Kopf, was? Also, über Sasau gibt es einen Hügel mit einer verlassenen Feste. Nur ist sie jetzt nicht mehr verlassen. Dort ist unser Lager. Geh hin und melde dich bei einem Kerl namens Erek. Sag ihm, Kozlik schickt dich. Und werden sie mich einfach so reinlassen? Guter Punkt. Hätt's fast vergessen. Zeig den Kerl am Tor Pius Würfel. Das ist unser Erkennungszeichen. Das ist alles? Das ist alles. In Vranik erfährst du alles, was du wissen musst. Und spute dich. Ich habe das Gefühl, es braut sich etwas zusammen. Okay, das werden wir beim nächsten Mal machen. Nach Vranik zur Feste. Und ich würde sagen, wir erstatten aber diesmal echt erst dem Herrn Ratzig Bericht. Sehr, sehr cool wieder hier der Sumpf. Also der Sumpf ist ja auch sehr geil gemacht. Also Natur kann das Spiel auch. Und dann hier vor allem nochmal mit diesem, mit dem Kloster, das so als Schatten im Hintergrund hier noch, oder und noch so ein bisschen quasi im Hintergrund ist. Das ist ganz cool. Sehr cool gemacht. Nee, also da gibt's nichts.
Am Ende vom Tag freue ich mich jetzt wieder drauf, hier draußen in der freien Welt ein bisschen spielen zu können. Und jetzt reiten wir beim nächsten Mal zum Ratzig und starten ihm Bericht. Und dann, ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben. Danke, dass alle noch so treu dranbleiben. Manchmal weiß ich, kann es ein bisschen frustrierend sein. Für mich und vielleicht auch für euch. Aber ja, wir blicken guter Dinge nach vorne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.